Es war ein Novembertag vor 2 Jahren, der das Leben von Marisol dramatisch veränderte. Ihr Arzt stellte eine schockierende Diagnose: akute Leukämie. Ja, wenn man so eine Diagnose bekommt, setzt man sich auf jeden Fall mit der Endlichkeit des Lebens auseinander. Ist schwierig, gerade in meinem Alter, sich damit auseinanderzusetzen. Ich mache es auch nicht gerne, aber natürlich, man weiß, man hat eine tödliche Krankheit, man weiß, es kann vorbeigehen. Es ist nicht so, dass ich mir es jeden Tag sage, aber es gibt schon Momente, an denen ich einfach nur weinen möchte, weil ich Angst habe, dass mein Leben hier schon endet. Seitdem hat die 23-Jährige 9 Zyklen einer Chemotherapie hinter sich. Wie geht's? Ganz gut, ja. Heute ist ja der letzte Beginn von der Chemotherapie. Ja. Leukämie heißt übersetzt weißes Blut. Bei einer Leukämie kommt es zu einer ungerichteten Vermehrung der weißen Blutzellen und zu einem Missverhältnis der Blutzellen im Körper. Die roten Blutzellen, die den Körper mit Sauerstoff versorgen, die gibt es viel zu wenig. Und da es immer die gleichen weißen Blutzellen sind, die auch ihren Auftrag nicht erfüllen, kommt es eben zu schweren Infektionen. Marisols Leben nach der Diagnose spielte sich hauptsächlich im Krankenhaus ab. 1,5 Jahre zwischen Hoffen und Bangen. Im letzten Sommer war der Zustand der Studentin lebensbedrohlich. Ich hatte sehr hohes Fieber, auch sehr lange. Ich weiß, dass ich zu der Zeit nicht essen durfte, weil ich eine Magenentzündung hatte, aber ich hatte so viele diverse Entzündungen, da ist es schwer aufzuzählen, was ich alles hatte. Aber ich habe mitbekommen, als ich auf der Intensivstation lag, da kam auch Herr Klima und einige Schwestern haben mich auch unten besucht. Und das war schon ein schönes Gefühl, als ich wusste, dass wir da gemeinsam kämpfen. Heute bekommt Marisol den 10. und letzten Block der Chemotherapie. Wenn alles gut geht, ist sie nach der ambulanten Therapie geheilt. Starten wir jetzt mit 900. Diese Aufkleber sind auch meine. Wenn ich die Chemo bekomme, geht es mir eigentlich noch ganz gut. Aber wenn ich anfange, die zu verstoffwechseln, dann kommen die Nebenwirkungen. Das heißt, mein Immunsystem ist dann auch sehr schwach. Ich bin quasi in dem Moment auch vergiftet. Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Da die Rückfallquote auch nach erfolgreicher Chemotherapie hoch ist, hilft vielen nur noch ein sogenannter Stammzellenspender. 10 Merkmale seines Blutes müssen mit denen des Empfängers übereinstimmen. Für den Abgleich gibt es internationale Datenbanken. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind allein bei der DKMS in Deutschland registriert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir für einen deutschen Patienten einen Stammzellspender finden, ist sehr groß, aber eben auch nicht 100%. Wir reden davon, dass wir für ca. 3 von 4 Patienten einen sehr gut passenden und verwandten Spender finden. Lkw-Fahrer Michael Meyer hatte Glück. Er hat nach seiner Blutkrebsdiagnose vor 4 Jahren einen anonymen Spender gefunden und die Stammzellentransplantation erfolgreich hinter sich. Der 35-Jährige kann wieder ganz normal arbeiten. Für meinen Spender empfinde ich natürlich große Dankbarkeit. Sehr große Dankbarkeit. Dankbarkeit genauso groß wie zu meiner Frau oder meiner Tochter. Und dementsprechend ist eigentlich schon so die Bindung zu einem Menschen, den man eigentlich gar nicht kennt. Bei der Transplantation bekam Meyer die Blutstammzellen seines Spenders verabreicht. Die produzierten in seinem Körper nun wieder ausreichend rote Blutkörperchen. Meyer gilt als dauerhaft geheilt. Die Familie stand immer an seiner Seite. Ich weiß ja, dass er ein starker Kämpfer ist und in der Zeit auch war. Und das hat natürlich das für mich auch ein bisschen erleichtert und auch einfacher gemacht. So, er hat quasi nicht nur für sich gekämpft, sondern für 3. Mit den Stammzellen bekam Michael Meyer auch das Immunsystem seines Spenders. Bisher läuft alles gut. Alle 3 Monate muss er zum Bluttest. Ja, nach der Stammzellentransplantation habe ich jetzt die Blutgruppe des Spenders angenommen und das ist A-Rhesus-positiv. Mehr weiß er über den Spender bisher nicht. Erst nach einer Sperrfrist von 2 Jahren darf Michael Meyer seinen anonymen Lebensretter kennenlernen. In 2 Tagen wird es soweit sein. Zurück zur 23-jährigen Marisol. Heute bekommt sie den letzten Block der Chemotherapie. Wie so häufig nimmt sie die schwierige Situation mit Humor. Ja, das sind meine Infosomaten. Ich habe denen einen Namen gegeben, das ist Herbert und das ist Liselotte. Die sind jetzt 24 Stunden erstmal an mir dran. Und damit es nicht ganz so ätzend ist, die rumzuschieben die ganze Zeit, habe ich denen einen Namen gegeben. Dann geht's eigentlich auch.
Marisols Mutter hat in den schwierigen Phasen wochenlang neben ihr auf einem Campingstuhl übernachtet. Für den Vater war es schwierig, die Verantwortung für seine Tochter den Ärzten zu überlassen. Ja, es ist natürlich für einen Vater auch besonders schwer, weil man ja immer sein Kind beschützen möchte und auch immer beschützt hat, da wo es ging. Und in so einer Situation ist das natürlich, da sind dann die Möglichkeiten schnell, kommen dann schnell an die Grenzen. Und das ist so auch oft ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und dieses Begrenztsein in seinen Möglichkeiten, das tut manchmal auch wirklich weh. Die Mutter hat während der Krankheit auch unbekannte Seiten ihrer Tochter kennengelernt. Natürlich bin ich sehr, sehr stolz auf sie. Es gibt keine Worte eigentlich. Das ist ein schönes Gefühl, das zu haben, dass sie sehr stark ist und anders damit umgeht, wie andere Leute, die wir im Krankenhaus gesehen haben. Durch die Chemotherapie hat Marisol ihre langen Haare verloren. Mit Perücken versucht sie nun, ein Stück Normalität in ihr Leben zurückzuholen. Es tut schon weh zu sehen, dass man plötzlich so viele eigene Haare in der Hand hat. Ich habe mir gesagt, das möchte ich eigentlich nicht weiter, also nicht bis zum bitteren Ende, sondern jetzt kommen gleich alle Haare ab. Und so kam es dann auch, dass ich mir meine erste Perücke gekauft habe. Das war die hier. Die Diagnose hat Marisols Leben grundlegend verändert. Alles richtet sich nach ihrer Krankheit aus, auch die Freundschaften. Jasmin kommt so oft es geht zu Besuch. Wenn alles klappt, möchten die beiden Ende des Jahres gemeinsam auf Weltreise gehen. Natürlich denkt man, es passiert nicht im eigenen Umfeld. Und wenn dann eine so nahe Freundin erkrankt, überlegt man natürlich schon, welche Richtung geht das eigene Leben jetzt auch. Und die Freundschaft. Ihr Rückfallrisiko liegt bei 50%. Deshalb hat sie die Facebook-Seite Marie sucht Held ins Leben gerufen. Bisher hat sie keinen Stammzellenspender gefunden, weil sie ungewöhnliche genetische Merkmale hat. Ihre Mutter kommt aus Nicaragua, der Vater ist Deutscher. Wäre natürlich ein schönes Gefühl zu wissen, irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der auf mich passt und der ist bereit, auch sein Blut zu spenden dafür, dass ich wieder leben kann. Und das muss überwältigend sein, die Person dann auch mal irgendwann treffen zu können. Genau das erlebt Michael Meyer in Berlin. Er lernt heute seinen Spender kennen, nach Ablauf der 2-jährigen Sperrfrist. Ja, ich bin total gespannt, wer da jetzt vor mir steht. Wie groß, wie alt, wie er aussieht. Einfach, ja, ein Kribbeln im Bauch. Nur der Name seines Lebensretters wurde ihm zuvor mitgeteilt. Hallo. Hi. Ich bin Michael. Thomas, hi. Hallo. Wie geht's dir? Blendend. Blendend. Hervorragend. Jetzt habe ich mir das vorgestellt. Thomas Baumgartner ist Bundespolizist. Er ließ sich bei einer Aktion der Polizeihochschule typisieren. Ein Abgleich in der Datenbank ergab, dass er als Spender in Frage kam. Die anschließende Stammzellenentnahme dauerte nur 3 Stunden. Einen Tag vor Heiligabend wurde ich eben angerufen morgens, eben hier, ich würde in Frage kommen zu 100% oder anderen 100%. Und hat natürlich auch, okay, irgendwo sitzt jetzt jemand, der quasi einen Anruf bekommt, pass auf, es klappt, er spendet. Ja, also, dass deine Spende in Frage kommt, das war natürlich ein Weihnachtsgeschenk für mich, das ist klar, das war super. Meyer und Baumgartner sind so etwas wie genetische Zwillinge. Heute lernen sich auch die jeweiligen Lebenspartner kennen. Hallo. Da, mein kleiner Bruder. Thomas, hi. Hallo, Michael. Hi. Ja, du hast gesagt gehabt. Du bist sehr gespannt drauf, mich kennenzulernen. Ja, total. Ja, dankeschön, ne? Dass er jetzt so stehen darf. Bitte, ja, bitte, gern geschehen. Das war von mir, glaube ich, die kleinere Leistung als von ihm. Ich meine, er musste ja im Prinzip diesen ganzen Kampf führen. Ich habe ja im Prinzip das Sprit geliefert und den Motor musste er stellen. Also von dem her, ohne eine läuft das andere nicht da, aber ich denke, der Großteil hat schon eher sich erarbeitet oder erkämpft. 7000 Stammzellenspenden hat die DKMS im letzten Jahr vermittelt. Michael und Thomas teilen jetzt nicht nur die Blutgruppe, sondern auch Sympathien. Mit Thomas, das passt schon. Nicht nur die Spende hat gepasst, sondern auch eben persönlich passt das. Das ist genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Dieses lockere, fröhliche in die Welt rein und das fröhliche, starke, dass er halt auch damit fertig wird, das war schon was, wo ich sage, okay, so habe ich das mir vorgestellt, weil anders konnte ich es mir nicht vorstellen, dass es ein anderer Charaktertyp sein kann. Die beiden wollen auch in Zukunft in Kontakt bleiben. Der geheilte Leukämie-Patient und sein blutsverwandter Lebensretter.